Gegenüberstellung der Verdächtigen. Größe ca. 1,90, Gewicht ca. 95 Kilogramm, Bau athletisch, Ethnie kaukasisch, mit Fragezeichen versehen, Augenfarbe blau. Erkennungsmerkmal immer mit Maske oder Kapuze, deswegen weiß man halt nicht, wer es ist. Wer bist du denn hier? Wer ist denn hier gerade reingekommen, der jetzt hier am PC sitzt? Was haben wir denn gerade? Glockenmörder? Verdächtige. Die Polizei glaubt, der Glockenmörder hat blaue Augen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich konnte sein Gesicht kaum sehen, als ich ihn konfrontierte. Ja, das kann ich verstehen. Was haben wir hier noch? Vermisst. Update zu neuen Entwicklungen. Stuart. Joy und Cassandra Forster. Ah, Cassandra. So hieß sie. Eine Vermisstenanzeige. Stuart wollte ein Update zu etwas aufgrund kürzlicher Entwicklung. Was ist passiert? So, mal schauen, was hast du denn? Ich kann dich beeinflussen. Was würde ihn daran erinnern, was er tun sollte? Was war das hier? Der Flyer. Ich muss Infos zu den vermissten Mietern finden. Neuer Hinweis. Er hat gerade die Akte zu den vermissten Mieterinnen aktualisiert. Vielleicht enthält sie nützliche Informationen. Aber ich kann mir das nicht weiter angucken, das ist sehr schade. So, was könnte ich mir denn hier noch ansehen? Oder kann ich vielleicht seine Gedanken jetzt nochmal lesen? Spähen, ach so, ja, ich muss spähen. Cassandra Forster. Was? Was hat er Neues zu den vermissten Mieterinnen notiert? Ach so, das soll ich jetzt anklicken. Natürlich, was hat er denn hier im Hintergrund? Ja, soll eigentlich fast nicht erkennbar sein, da man hier keine Schleichwerbung machen will wahrscheinlich. Cassandra Forster wohnt in dem Regal-Apartments. Regal-Apartments? Gibt es sowas überhaupt? Also, das klingt sehr, sehr komisch. Unter einem Regal-Apartment stelle ich mir jetzt vor, du wohnst in einem Regal. Egal. Professionelles Medium und Profilerin berät gelegentlich die Polizei Salems. Zuletzt vor 2 Wochen vom Nachbarn gesehen. Kein Vorstrafenregister. Joy Forster. 15. Was, sie ist erst 15? Boah, die ist ja recht jung. Erziehungsberechtigte ist ihre Mutter, Cassandra Forster. Aufenthaltsort des Vaters nicht bekannt. Vor 2 Jahren aus dem Schulsystem ausgeschieden. Von zu Hause ausgerissen. Einiger Vergehen überführt. Ah ja, sie hat also schon sich ein bisschen was ankreiden lassen. Unerlaubtes Betreten, Diebstahl und Einbruch. In Haft? Vermisstenmeldung für Joy Forster zurückgezogen. In Haft? Was, sie befindet sich in Haft? Wow. Vermisstenmeldung zurückgezogen. Momentan in Haft. Ja, aber das ist für mich schon wichtig. Ja. Die Vermisstenmeldung wurde zurückgezogen, weil sich die Zeugin hier im Revier in Haft befindet. Sie wird wohl im Haftraum sein. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall hin. Mir fehlt aber noch ein Indiz. Irgendwas muss ich noch... Ach so, die abschließen. Mehr kann ich hier nicht herausfinden. Ich sollte lieber die Zeugin finden. Wie? Ich kann mehr hier nicht... Ich hab doch jetzt nur 10? Von 11? Irgendwas hat mir doch jetzt noch gefehlt. Das ist jetzt, glaube ich, nicht so gut gewesen. Also gut, es scheint irgendwas Unwichtiges gewesen zu sein. Aber ich frage mich, was es gewesen sein soll. Vielleicht habe ich hier irgendwo was übersehen, im Regal, irgendwo eine Akte. Na egal. Kann ich jetzt nichts machen.
So, wo sind denn hier wohl die Vermissten? Oh, was ist das denn hier? Eine Werbung für ein Spiel. Just Cause 2. Ist das nicht ein Spiel? Das ist doch eindeutig ein Spiel. Ist das jetzt... Ist das von denselben Machern? Ja doch, warte mal. Das ist von Square Enix, das Spiel hier. Ja doch, eindeutig. Die machen Werbung für sich selbst. Okay. Also wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege... Machen wir mal hier ein bisschen Poltergeist. Lalalala. So, wo müssen wir denn hin? Wo genau befindet sich denn die Zeugin? Könnte ich das mal kurz rausfinden? In Haft. Wo könnte denn hier die Haft sein? Wo ist denn hier der Haftraum? Hallo? Oh, ich kann hier was einsammeln. Oh, noch mehr Infos zum Glockenmörder. G. Sonderbergs polizeilicher Fortschritt. Die Steine in ihren Taschen könnten auf Selbstmord hinweisen oder auf eine Mutprobe von Mitschülern. Kein Anzeichen von Gewalt und derzeit keine Verdächtigen. Wow, das ist ja nicht so schön. Wenn man Taschen voller Steine hat und dann ins Wasser geht, ja, das ist nicht so neu. So, ich guck mich mal hier einmal kurz um. Vielleicht kann ich hier was mit einsammeln. Ich kann hier auf jeden Fall ganz viel Poltergeist spielen. Yay! Und yay! Und yay! Warum mache ich das nochmal? Das macht einfach Spaß. So, was haben wir hier? Polizeilicher Fortschritt im Fall A. Grace. Ein weiterer Fall eines scheinbaren Unfalls mit Ausnahme des Glockensymbols von einem behandschuhten Finger in den Staub am Fenster gezeichnet. Okay. Das ist wohl ein eindeutiges Indiz, würde ich mal behaupten. Bam! Ich spiele dich, Drucker! Attacke! Angriff auf die Lebenspunkte direkt. So, was haben wir hier noch? Ach, eine Plakette. Des Kampfes von 1777. Warum wollte ich eigentlich 1900 gerade sagen? Egal. An diesem Ort hielten die tapferen Soldaten der Kontinentalarmee im Januar 1777 weit in der Unterzahl 3 Tage lang die britischen Kräfte auf, bis Verstärkung aus Boston kam. Wow, Respekt an euch. So, ich wollte doch eigentlich jetzt was finden. Ich kann hier Poltergeist spielen, yay. Was ist denn das hier, eine Eismaschine? Nee, eine Kaffeemaschine. Der arme Kaffee, ich verschwende ihn. Ach, hier könnte sie sein. So, einsammeln. Was haben wir? Oh, noch ein Fortschritt. C. Nelson, polizeilicher Fortschritt. Es gibt immer noch keine Verdächtigen in dem Fall. Ein Unfall wird nicht ausgeschlossen, aber der einzigste Beweis für Fremdeinwirkung war das mit Filzstift gemalte Glockensymbol. Keine Abdrücke auf den Stift. Ja, es war ja zu erwarten. Oh, ich kann hier nicht einfach so mal reinspazieren, das ist ja traurig. Was soll das denn hier? Was soll das? Ganz im Ernst. Die Gefangenen haben doch sowas überhaupt gar nicht verdient. So ein Poster. Was? Das ist doch nicht normal. Ich verstehe das nicht. Oh, hallo. Wer bist du denn? Wieso hast du gesessen? Ist eine komplizierte Geschichte. Sagen wir einfach, ich wollte nicht irgendeinen Richter entscheiden lassen, wie ich den Rest meines Lebens verbringe. Das ist meine Entscheidung. Also habe ich sie getroffen. Aber das ist jetzt sowieso egal, oder? Wenn es das wäre, wärst du jetzt nicht mehr hier. Vielleicht kann ich helfen. Nö. Ich weiß das zu schätzen, aber du musst dich um deinen eigenen Scheiß kümmern. Ich komm schon klar. Wie immer. Trotzdem danke. Okay. Tu, was du tun musst. Ich komm schon klar. Er hat sich hier erhängt. Zumindest sieht es so aus, als hätte er sich hier erhängt. Und das ist nicht so schön. Warum haben die... Was zum... Ich muss hier raus. Was? Da ist ein Geist gleich da in der Zelle. Habt ihr keinen anderen Ort, wo ihr mich einsperren könnt? Wer bist du denn? Hallo, wer bist du denn? Du auch? Wenn ich nur meinem Jüngeren selbst sagen könnte, was aus mir wird. Ach, das bin ich. Ich habe was über mein Leben gefunden.
mein erstes Verbrechen. Ich werde nie den Rausch meines ersten Diebstahls vergessen. Er sah es nie kommen und ich sah es nicht kommen, als mein Vater meinen Arm mit einem eiskalten Grinsen und einer Tätowiernadel festhielt, um mir ein Andenken an ein Verbrechen zu geben, das unvergesslich sein sollte. Okay, aber im Ernst, das ist nicht normal für ein Gefängnis. Solche Poster werden doch nicht in einem Gefängnis aufgehängt. So, und du glaubst, hier sind Geister? Sehen Sie das echt nicht? Nein. Der Geist steht doch genau da. Da ist doch gar keiner. Egal. Hi. Na, was mit dir? Warum muss ich hier bei diesem Irren sein? Keine Ahnung, du hast es anscheinend... Sag mal, jetzt ganz im Ernst! Was zum Geier geht hier vor? Was ist das für ein Gefängnis? Mein Gott, die sind doch alle komisch hier. Also ich verstehe, wenn die Polizei sowas hat, um sich einfach daran aufzugeilen. Ach du meine Güte, jetzt muss ich auch noch Gewehre suchen. Sag mal, was soll das denn? So viel! Das schaffe ich doch alles gar nicht. So, wir gehen ja mal hier durch. Was ist das hier? Noch so eine Plakette? Die Geschichte Salems. In dankbarer Anerkennung der zahlreichen anonymen Bürger Salems, die es ermöglichten, dieses Kriminallabor zu erbauen und den Menschen dieser Stadt besser zu dienen. Wow. Was für eine Geschichte. Ja, was soll ich dazu nur sagen? Was soll ich jetzt dazu sagen? Ist ein Spinnennetz-Tattoo nicht ein Symbol für einen Gefängnisaufenthalt? Hat seins zwei Spinnen im Netz? Er hat bei seinem eigenen Tattoo einen Fehler gemacht. Es ist nur ein... Was? Ich habe jetzt was über mein eigenes Leben wieder rausgefunden. Das ist schön. Wo ist das denn? Wo ist denn mein eigenes Leben? Mein eigenes Leben? Wo ist denn mein eigenes Leben? Ich finde mein eigenes Leben nicht mehr. Oh, wo ist mein eigenes Leben? Ah, mein Leben. Haha. Meine eigene Leiche sehen. Nichts kann dich darauf vorbereiten, deine eigene Leiche zu sehen. Es fühlt sich noch nie so nach einer leeren Hülle an. Himmel, ich sehe aus wie ein Krimineller. Das ist schön. Tattoo, mehr weiß ich nicht. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Aber Tattoos könnten uns Hinweise geben. Ja, das stimmt wohl. Bitte mich nicht aufschneiden, ja? Die Zahlen sind, die Uni bringt dir nicht alles bei. Ja, logisch. Was ist mit dir hier? Du bist auch gestorben. Das ist sehr traurig. Mein Gott, ey, ich will hier nicht sein. Das hier ist... Was? Was war das da gerade? Hä? Ah, warte mal, da war doch gerade irgendwie was anderes. Das ist eindeutig nicht so geplant, dass ich hier eigentlich reingucken kann und mich dann einfach durch die Wand produziere. So gut, was ist denn los? Warum guckst du denn auf deine eigene Leiche? Das ist nicht gesund. Sowas macht man nicht. Was ist passiert? Warum sich das angucken? Ich frag lieber, was passiert ist. Verrätst du mir, was passiert ist? Wonach sieht's denn aus? Ich bin tot. Ja, das sehe ich. Ich meinte, wie bist du gestorben? Autopsien sind nicht so gründlich, wenn die Todesursache offensichtlich ist. Ich weiß nicht. Ein Haufen Pillen? Einige Schlaftabletten? Es sollte friedlich sein. Ich wusste nicht, dass man aufwacht. Was soll ich denn jetzt tun? Tja, da fragst du den Falschen. Ich lasse es dich wissen, wenn ich es rausfinde. Boah. Das ist alles ein böser Traum. Das muss es sein. Tu dir das doch nicht an. Du kannst dich doch nicht selbst angucken. Das ist nicht gesund. Also sowas macht man nicht. Also wenn ich als Geist mal irgendwo rumlaufe, dann würde ich mich nicht selber angucken wollen. Yay, Ventilator Power. So, okay, hier wollte ich aber nicht hin. Das hier ist der Exit. Hier will ich auch nicht hin. Ich dachte, sie befindet sich hier in Haft. Ich dachte, sie ist in einer der Arrestzellen, aber das scheint ja nicht der Fall zu sein.
So, ich muss mal hier wieder durch die Wand laufen. Dankeschön. Weil ich hier sonst nicht vorbei... Habe ich das nicht eingesammelt? Sonst komme ich hier leider nicht vorbei. Hier gaben im Dezember 1776 13 Soldaten der Kontinentalarmee ihr Leben im Kampf gegen einen Überraschungseingriff der britischen Truppen. Ja, okay. Sehr schön.